Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Degusta-Box im April, die ganz schön schwer ist. Und ja, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die ist wirklich schwer, deswegen muss sie geschultert werden. Die Box erscheint monatlich, enthält 10 bis 15 Food-Produkte und kostet ab... Ja, nee, die kostet 15,99 € pro Box und pro Monat. Und wenn du meinen Code Claudi verwendest, bekommst du 6 € Rabatt. Richtig cool, da kriegst du deine erste Box für 9,99 € und erhältst hier Foodprodukte, die einen Warenwert haben, der deutlich höher ist. Ne? Also so eigentlich mindestens 20 € sind das, glaube ich, bislang gewesen. Nun, jetzt möchte ich mit euch mal zusammen reingucken, was die Degusta-Box sich dabei gedacht hat, diese Box zu packen. Ach so, ich bekomme sie in PR. Und um sie euch vorzustellen, ne? Und darf auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. So, jetzt gucken wir mal. Natürlich bekommt ihr dann die zu dem Zeitpunkt aktuelle Degusta-Box, je nachdem, wann das Ganze ausgelost wird und ihr dann auch entsprechend euch meldet. Das ist manchmal auch etwas verzögert. Okay, also, wir haben hier zuallererst nochmal den Hinweis, es gibt übrigens auch eine Degusta-Box Cold, was ich auch sehr, sehr cool finde, im wahrsten Sinne des Wortes, sodass man da einfach auch ein bisschen die Möglichkeit hat, gekühlte Lebensmittel auszuprobieren. Dann haben wir hier den Flyer. Oh, feier den Muttertag mit einem ganz besonderen Geschenk. Genau, man kann natürlich auch die Degusta-Box als Geschenk verschenken. Ja, genau. So Geschenk-Abo-technisch, gibt es sowas? Weiß ich gar nicht. Hier sind die ganzen Produkte aufgeführt mit Preisen. Das kann ich euch dann auch entsprechend einblenden. Dann haben wir hier auch ein bisschen Werbung drin. So finanziert sich natürlich auch die Degusta-Box, ne? Sodass man hier ein so krasses Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt. Und Leute, als erstes habe ich hier drin... Von Lorenz Saltletz oder Saltletz Mini-Bagel mit Kräutern, Saaten und Sauerteig. Guckt euch das mal an. Das finde ich ja richtig cool. Ich habe in letzter Zeit so ein bisschen versucht, auch mal was Süßigkeiten angeht oder meinen Süßigkeitenkonsum, das Ganze etwas entspannter zu halten, dass ich dann halt nicht immer Chips und Schoki so esse, sondern mir halt auch mal Salzstangen oder leicht gesündere Geschichten dann abends mal nasche oder so. Oder halt für den kleinen Hunger zwischendurch nehmen. Und ich glaube, da kommt sowas ganz gut. Ich kann es jetzt ja mal vorsichtig aufmachen und mir einen Bagel mal rausmopsen, dass wir den vielleicht mal probieren. Sieht schon süß aus, ne? Weil wenn sowas genau, von sich aus dann auch schon ein bisschen mehr Geschmack hat, feiere ich das auf jeden Fall. Also sieht schon mal sehr lecker aus. Das ist lecker, aber trocken. Das heißt, ich brauche was zu trinken. Da bin ich ganz froh, dass wir hier so ein Riesending drin haben. Lichtenauer Mineralquellen. Fresh and Fruity Erdbeere-Geschmack. Ohne Kohlensäure und kalorienarm. Wie viel ist denn hier drin? 1,5 Liter? Das ist echt groß. Ja, 1,5 Liter. Wow. Also quasi so ein Wasser mit einem leichten Geschmack. Das finde ich auch mal ganz nice. Ne, Sammy? Ja, Sammy auch. Das riecht auch wirklich nach Erdbeere. Prost. Schmeckt lecker. Schmeckt wie Erdbeermilch. Ohne Milch. Das ist abgefahren. Finde ich wirklich lecker. Ja, also pro 100 Milliliter hat es auch nur 14 Kilokalorien. Ja gut, ne? Normalerweise trinke ich sonst hier, also das, was in Boxen drin ist, trinke ich hier dann immer. Oder halt so Wasser oder Kaffee oder Tee. Ist lecker. Er wird aufgetrunken. Dann habe ich hier eine Pommessoße drin. Das ist ganz gut, denn unsere Mayo ist, wie soll ich das sagen? Der geht's nicht so gut. Die ist zwar noch haltbar, aber hier oben, das ist irgendwie abgebrochen. Ich weiß nicht, wie mein Freund das hingekriegt hat. Low Fat More Taste. Das ist auch nett, ne? New York Pommessoße Sauce Curtis Brothers ist die Marke. 420 Milliliter Natural Sauces. Sieht auch total cool aus. Ja. Haben wir eine Pommessoße, also wie dann wie Mayo sein, aber wahrscheinlich irgendwas ist da anders drin. Finde ich aber ziemlich nice. Doch, ne? Das ist so ein praktisches Produkt. Das finden wir auch in der Degusta-Box immer so, dass du sowohl Snacks als auch praktische Produkte, als auch irgendwelche Neuheiten hier drin findest, als auch Klassiker. Also so eine richtig bunte Mischung. Deswegen haben wir hier auch einfach mal eine Sauce Hollandaise drin. Das ist auch total geil. Von Natuco Bio Sauce Hollandaise. Ja, die kannst du dir dann einfach anrühren, ne? Und dann hast du da eine Portion mit dabei. Das ist auch irgendwie total super, finde ich. Weil jetzt kommt ja auch die Spargelsaison. Es passt.
Das ist jetzt nicht irgendwie, dass du im Winter sowas bekommst. Das ist schon irgendwie nice. Von Ostmann haben wir Let's Do Avocado, ein Crunchy Topping, ein Avocado-Topping mit 10 Gramm drin enthalten. Also ja, also ich bin ja auch, wie soll ich das sagen? Wir haben sehr viele Gewürze von Just Spices, die Gewürzmischung. Da habe ich ja auch den Code Just Claudi, da bekommst du das Bratkartoffelgewürz zu deiner Bestellung gratis mit dazu. Und manchmal, wenn da Sonderaktionen sind, bekommst du mit meinem Rabatt quasi auch nochmal Rabatt. Und ja, also deswegen haben wir da auch schon allerhand von probiert. Das Avocado-Topping haben wir da auch schon probiert, aber wir essen nicht so wirklich Avocados. Vielleicht mal so, ne? Ansonsten sind wir da nicht so intuit, um das mal so zu sagen. Aber ich glaube, das ist gar nicht verkehrt, dass es hier mit drin ist, weil das ist ja auch mit einer der beliebtesten Geschichten bei Just Spices zum Beispiel. Nun, dann habe ich hier, ich muss irgendeinen Ausgleich von Gewicht machen, weil hier fällt hier gleich, alter Schwede. Ja, deswegen, hier fällt gleich was runter. Ich habe nochmal hier 2 Liter Pfanne Mystery Ice Tea Teil 1. Hä? Mystery, taste the secret. Hä? Okay, also das ist dann irgendeine Geschichte, wo man nicht weiß, was es ist. Teegetränk mit Meerfruchtgeschmack. Direkt aufgebrüht aus Holunderblüten und weißem Tee. Okay, ja, so secret bist du ja dann nicht, ne? Ich meine, das muss ja draufstehen bei Lebensmitteln, was da drin ist. Na gut, Holunderblüte, weißer Tee. Das hört sich aber auch wirklich lecker an. Komm, wir probieren das mal. Ich muss ja auch mehr trinken. Das muss man ja auch an dieser Stelle mal erwähnen. Dementsprechend ist es ja auch gar nicht verkehrt, dass wir das hier auch noch so vermehrt drin finden. Aber wie schwer die Box dadurch geworden ist. Ich sag mal Prost, ne? Oh, mit diesen, du kannst sie nicht entfernen, Deckeln, da direkt draus zu trinken. Huch, ist gar nicht so leicht. Mmh. Oh, das ist lecker. Ich finde, das schmeckt auch ein bisschen nach Litschi oder so. Oh. Mmh. Mmh. Jetzt ist da Lippenstift dran. Ist nicht schlimm. Oh, das ist richtig lecker. Mmh. Ja, ne? Habe ich auf jeden Fall gut was zu trinken. Das ist ja auch wichtig. Okay, so, das nächste ist hier Mitsuba Street Food Snack Mix Beef Noodles Style. Bitte? Bitte? Okay, das schmeckt wie Rindfleischnudeln. Hm, 50 Gramm sind hier drin. Mild. Vietnamese inspired with peanuts and rice snacks. Okay, das ist so eine kleine Snackmischung. Ich glaube, wenn ich das jetzt noch esse, dann kriege ich gleich Bauchweh. spektakulär. Das hier finde ich richtig toll. Sowas mag ich ja immer gerne. Treats Bar, The Peanut Company. Und da hast du halt so einen Riegel mit dabei. 45 Gramm. Ne? Solche Riegel esse ich immer wieder gerne. Also für mich ist es tatsächlich auch immer so fest irgendwo mit im Tag verbaut, dass ich mir entweder mal einen ungesunden esse oder einen gesunden. Und je nachdem, was das kleine Hüngerchen da mal so bietet. Weil manchmal ist halt die Durststrecke zwischen Mittagessen und Abendbrot doch länger, als man denkt. Oder zwischen Abendbrot und ich gehe ins Bett. Und ich möchte vielleicht nicht unbedingt immer snacken. Ne? Deswegen. Das kommt ganz gut. Dann habe ich hier was Kleines drin. Nerds. Watermelon and Cherry. Fruit Flavor Candy. Made with natural colors. Hä? Guck mal. Guck mal. So sieht das aus. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Das sieht auf jeden Fall witzig aus, ne? Und so eine Box ist ja auch immer ganz gut geeignet, wenn man halt als Familie so eine Box bestellt, dass man da auch einfach mal ein bisschen was ausprobiert. Vielleicht ist das hier dann eher so für die Kinder gedacht. Also erstmal muss man hier dran ziehen. Hä? Und dann hat man hier 2 Sachen, wo man was aufmachen kann. Okay, hier kannst du dann was Grünes rausnehmen. Aha, das sind so kleine. Hätte man sich vom Geräusch her auch denken können, ne? Oh. Ich stehe mal auf, ne? Das sieht jetzt, upsala, jetzt fällt es runter. Das sieht so aus, das Grüne. Ich habe hier eben irgendwas von Bauchweh erzählt, ne? Und gönn mir das jetzt. Mmh. Das soll Wassermelone sein. Mhm. Schmeckt süß. Und dann versuchen wir mal nochmal Kirsche. Da kommt ganz schön viel auf einmal raus. Ist ganz witzig. Ja, kann man machen, ne? Habe ich jetzt eine bunte Zunge? Nee. Okay, dann haben wir hier was Praktisches drin, und zwar Mandarinorangen, leicht gezuckert von Del Monte, ne? Ja, einfach so in der Dose. Wenn man jetzt zum Beispiel so an Kuchenbacken denkt oder so, ich glaube, sowas kann man ganz gut verwenden für so hier Quark-Sahne. Macht meine Schwiegermutter immer ganz lecker. Mhm, das
das könnte man auf jeden Fall dafür verwenden. Und zu guter Letzt habe ich hier noch ein Gewürz drin. Von Wieberg, das Bio-Ursalz mediterran inspiriert. Ja, da haben wir letztens auch in einer anderen Box, oder war das auch in der Degusta-Box, ein Salz drin gehabt, so ein Kräutersalz. Das haben wir jetzt auch aktuell in Anwendung und danach können wir dieses hier gerne verwenden. Finde ich immer ganz praktisch, ne? Wenn du halt einfach so ein Salz hier mit dabei hast. Die Box ist leer und ich habe jetzt hier allerhand Getränke vor allem, also einfach mal 3,5 Liter Getränke auf dem Tisch stehen. Ansonsten auch sehr, sehr klassische Produkte, aber auch spannende Produkte. Ich finde schon, dass die Degusta-Box dieses Mal ganz gut einen rausgehauen hat, oder? Was meint ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!